fliehen, wenn es so weiterläuft. Weil soll ich einen mächtigeren Zauber nehmen. Vielleicht stirbt der auch einfach. Ach, leck mich, Spiel, so. Okay, was ist jetzt kaputt? Na also. War doch voll easy hier. Gleich gesagt, das ist total easy, dass ich das locker mit Feuerwellen schaffe. Feuerstößen. Feuer. Mit Feuer. Mit Feuer kann man alles töten, ne? Sogar Feuer. Was? Mache ich in Rollenspielen immer Feuerelementare. Einfach mal mit Feuer angreifen. Oh Gott, das ist so ein Raum. Da sehe ich die Gegner so überhaupt nicht. Da können die mich überhaupt nicht gut einzingeln. Einzingeln? Hm? Nicht umzingeln, sie zingeln mich ein. Wir sind zu sechst. Wir haben euch eingezingelt. So, dann was ist denn da hinten? Eine massive Felswand. Komm schon, mit dem Kopf durch die Wand. Hier ist übrigens Norden. Hier ist Süden. So, ist hier noch irgendwas? Mehr massive Felswände. Hey, hey. Wer steht nicht auf massive Felswände? Sie schützen vor dummen Idioten. Leider nicht dauerhaft. So, was haben wir denn hier? So, hier haben wir einen Gang, der uns durch eine Tür führt in eine Sackgasse. Na, dolle Wurst. Ist hier irgendwo ein Schalter? Nein. Wahrscheinlich habe ich schon 200.000 Schalter übersehen und irgendwann wird sie einer kommen und sagen, was soll ich übersehen? Ist voll scheiße, Alter, löscht das mal. So. Was haben wir hier noch? Mehr Wand? Mhm. Ich mag diese grüne Felswand. Oh, eine Kiste. Ich speichere besser mal, bevor die Kiste wieder explodiert und danach noch ganz ist. Na komm. Ich bilde es mir nur ein, aber ich habe das Gefühl, heute ist er irgendwie langsamer als sonst. Ja, das war, was ich wollte. Ich vermute, die Kiste ist zu. Überraschenderweise, ja. Schloss lässt sich nicht öffnen. Ach komm schon. Hallo? Lass dich öffnen. So, benutze ich jetzt einen Dietrich oder nicht? Ich glaube, das kriege ich nicht auf. Ich bekomme langsam das Gefühl, ich bekomme das Schloss nicht auf. Einmal gucken, was drin ist. Findest du ein Pergament und einige Goldmünzen? Was steht denn da so Interessantes drin, dass es so gut verschlossen ist? Achso, richtig, ich muss das ja benutzen. Diesem Pergament ist eine Runenschrift geschrieben. Nö, da behalte ich lieber mein Dietrich. Ich könnte das jetzt übersetzen, aber. Ich kann dieses Ding ja eh nicht mitnehmen, von daher. Ja, ja, komm. Vielleicht kriege ich sie jetzt auf. Jetzt hat sich nämlich total viel geändert. Nein. So, Moment, was habe ich überhaupt für einen Wert momentan? 11? Ne, komme ich maximal auf 30. Ja, das würde dann reichen. Und für den Rest der Truhen nehme ich dann halt Dietriche, die ich möglichst nicht verschwenden sollte. Ach was, hau raus. Ich dachte, man konnte die irgendwo kaufen, aber scheinbar geht das doch nicht. Keine Ahnung. Na, versuchen wir es noch ein paar Mal. Nee, ich glaube, das kriege ich nicht auf. Momentan nicht, nein. So, was ist denn sonst noch hier? Da oben geht's weiter. So, hier haben wir noch eine Einbuchtung mit noch mehr Türen, ja. Und noch mehr Wänden. Moment, nee, das ist, sah bloß komisch aus, okay. Wer legt solche Tunnels überhaupt an? Ich meine, so wirklich sinnvoll verlegt sind die nicht hier, ne? Naja. Man hat ja das Geld, da kann man schon mal sinnlos 200 Kilometer Tunnel unter der Wasseroberfläche anlegen. Das ist jetzt nicht so das Problem. Goblins, ich hab voll die Angst.
Wenn es halt wenigstens viele wären und... Mache ich sie das im Vorring? Ich bin leicht unentschlossen, wie ich es machen soll. Ja, am besten machst du es richtig hart. 8 Lebenspunkte, 2 Lebenspunkte. Okay, die haben über 100, da geht das ja noch. Selbst bei 10 Treffern würden die noch leben. Wow. Meine Kämpfer laufen gerade wieder mal zu Höchstformen auf. Sieht man sonst auch eher selten, ne? Trifft. Oh, trifft sogar. 8. 10. Oh, jetzt geht's ja richtig los. So. Trifft, macht aber immer noch keinen Schaden. Schöne Sache, das. Trifft noch viel weniger nicht. Ne, Moment. So ist das, glaube ich, nicht korrekt. Oh mein Gott, 8 Lebenspunkte. Ich werde alle sterben. Ich werde alle sterben, ja. Ich werde machen Deutsch. Ich werde gemacht haben, Deutsch in Zukunft gemacht tun werden. Und so. Das war jetzt überhaupt kein Satz. Ich spreche in Sätze getan haben werden, wenn ich hochgeladen werden getan haben Video. So, da ich momentan nichts Besseres zu tun habe, schlage ich auch mal drauf und krieg 6 Lebenspunkte abgezogen, jawohl. 6 Lernpunkte in meinem Moment. Das ist nicht Cody, du Spasti. Ich habe das Gefühl, ich werde sie nicht mehr alle tot bekommen. Es sei denn, ich würde jetzt geblockt haben. Aber ich werde nicht geblockt haben tun, weil ich nicht geblockt haben getan werden habe. Was? Du rührst nur Wörter aneinander. Mal wieder. Ja, komm, hau ab. Niemand mag dich. Lauf weg. Niemand mag dich. Ich frage mich, wohin der flüchtet. Der kann nirgendwo hin. Ich meine... Nein, es gibt hier nicht wirklich noch einen anderen Weg. Wie, können die Messer nicht gestapelt werden oder was? Stimmt doch was nicht. Warum wollte der die Messer oder gehen nicht mehr als 8? Keine Ahnung. Ich meine, wo ist der hin? Er kann nicht aus diesem Raum gekommen sein. Er hat sie in einem Fass versteckt, wie in Secret of Mana. Wenn man einmal in den Fass ist, kann man nicht mehr gesehen werden. Gut, ist der Weg da hinten überhaupt nicht weit ist zu dem Hakenkreuz. Ist natürlich rein zufällig entstanden, dieses Hakenkreuz, und nicht von den Entwicklern geplant. So, was ist da noch drin? Eine Wand! Hey! Steht ihr auch so auf Wände wie ich? Sie sind so still und tiefgründig. So, was haben wir denn hier noch so? Noch mehr Wege und eine weitere Sackgasse? Ja, überraschenderweise ist hier noch eine Wand. Ich habe Zielkreuze in meinen Augen. Jetzt habe ich nur noch leuchtende Punkte als Auge, die aussehen, als wenn ich völlig besessen wäre. Ich bin von der Idee besessen, dich zu töten. Das kenne ich. Besessen zu sein von der Idee, Leute zu töten. Gut ist halt, dass man fast noch Vollidioten kennt, ne? Dann bekommt man dieses Verlangen. Ein Lebenspunkt bei meinem schwächlichen Krieger. Das ist schon hart, ne? Ja, hart. Und da war dieses eine Mal, als ich mit dem Ziel such. Moment, nein. Mit einem satellitengestützten Zielraketensuchgerät. Moment, was? Soll diesen Satz nochmal neu formulieren? Dann gab es diesen Moment, als ich satellitengestützt meine Raketen auf die Gegner verschoss und nicht traf. Wir brauchen ein GPS, sonst treffen wir ja nie was mit diesen Schwertern. Wie im Mittelalter, da haben sie auch immer GPS benutzt, damit sie mit ihren Schwertern besser getroffen haben im Kampf. Ist bekannt, ne? Deswegen haben sie die ganze Satelliten ins All geschossen. Ins All geschissen, geschossen. Jetzt tötet sie doch endlich. Tötet diese schwächlichen... Was zur Hölle? Hört ihr auf? So, komm. Einen, wow, jetzt...
Du übertreibst aber schon wenig, ne? So, ich zaubere mal hier so eine Heilung 5 für ihn hier und dann geht's weiter. Dann mal überlegen, wo könnte ich als nächstes hingehen? Zu den Schleimen, hey, das war beim letzten Mal schon so erfolgreich, aber da war ich ja noch schwächer, ne? Jetzt bin ich ja voll nicht mächtig und... Yeah. Kann deswegen voll nicht loshauen. Zum Glück rücken die nicht hier irgendwo hin, dann könnten sie meinen Magier angreifen, aber das geht nicht. Das geht nicht, das müssen sie schon einsehen. So, ich muss mir nachher noch was zu essen machen, da wurde nichts gegessen. Und gestern irgendwie auch den ganzen Tag nichts. Ich verliere irgendwann noch mein Kampfgewicht, dann bin ich nicht mehr fett. Dann akzeptieren mich die anderen Gamer nicht mehr, weil ich nicht mehr fett bin. Das geht gar nicht. Stell dir mal vor, ihr seid nicht mehr fett. Das wäre ja... Ich kann ihm das Messer nicht geben. Was soll denn der Unsinn? Egal. Drücken wir es halt dem scheiß Zwerg hier rein. Das war ein Zwerg, oder? Was heißt Kleinwüchsiger, du Spasti? So. Mal gucken. Weit kann es jetzt nicht mehr gehen. Doch. Das ist nämlich ein magisches Portal. Das ist magisch und macht Magie und so. Das teleportiere ich ganz weit weg. So, Moment. Verdammt. Egal, ich muss den Weg eh zurücklaufen. Weil Gemüse. Was? Moment. Was? Ich hab... Verdammt, ich hab... Verdammt. Was stand da? Ich konnte es nicht lesen. Jetzt muss ich das Spiel laden und nochmal ganz von neu anfangen, damit ich diesen Text hier lesen kann. Nee, noch bin ich nicht ganz oben, nicht ganz draußen. In diesem Raum seht ihr ein paar Kobolde, die gerade versuchen, ein grobes Fass in eine Ecke zu rollen. Als sie euch sehen, lassen sie von ihrem Arbeit ab und ziehen ihre Waffen. Okay, den Satz kennen wir schon, aber den anderen Satz verstand da ich. Wir werden es wohl nie erfahren. Und werden deswegen das Spiel nie durchspielen können, weil dieser Satz bedeutend war für das Ende. Ich habe so keine Ahnung, was da stand, aber es war bestimmt bedeutend so. Heilung 3 reicht bei dir erstmal aus, so. Vielleicht hätte ich doch eine Heilung 4 machen sollen. Ach, lass doch mal grübern in Ruhe. Der hat doch noch gar nichts getan. Wartet doch erstmal, bis ich euch getötet habe, bevor ihr mich hier gleich so voll attackiert. Wow, das hat noch gar nichts geheilt. Okay, wir brauchen mindestens eine Heilung 4, damit sie da was tut. Problem ist, das variiert halt so zwischen minimal und maximal werden. Das Problem ist, bei meiner Aufstellung kann ich die gar nicht in Sicherheit bringen. Also mich selbst. Soll ich besser dafür sorgen, dass ich nicht in Bedrängnis komme? Ja, Kobold und so, ne? Ha! Ich fürchte doch keine dummen Kobolde. Deren Stelle würde ich mal Sonnenbrillen aussetzen. Das hätte viel Style, glaube ich. Kobolde mit Sonnenbrillen. Jemand sollte ein Remake machen und den Kobolden Sonnenbrillen geben. Man müsste im Prinzip nur die Augen schwarz färben und so ein kleines Gestell machen. Dann reicht das im Prinzip schon. Im Prinzip. Also prinzipiell, im Prinzip so, ne, würde das prinzipiell im Prinzip so reichen, ne? Also jetzt prinzipiell gesprochen, ne? So. Die Scheiße ist ständig leer. So, mein Handy, das irgendwie jetzt der Display kaputt ist, ich weiß auch nicht warum. Aber hey, man sieht noch. Das, was ich mit meinem Handy sehe. Ich meine, telefonieren ist damit wahrscheinlich jetzt nicht mehr so pralle, weil man die Nummer nicht sieht, aber da ich eh nur alle 5000 Jahre mal mit meinem Handy irgendjemand anrufe oder angerufen werde, ist mir das scheißegal. Ja, ja, nee. Ich kann
kann nicht mitsummen. Ich weiß nicht, ich bin sowas immer fertig. Ja, und es reicht nicht. Okay, wir müssen die mächtige Magie ausbauen. Diesmal mache ich Feuerstoß. Ich stoße dich mit Feuer. Zerflammenwerfer. Ich werf Flammen. Jetzt gebe ich da Platz aus, oder was? So, hier noch ein bisschen Crack. So, ich hoffe, danach ist keiner überladen. Was? Er hat doch noch Platz. Was willst du mir erzählen? Welchen Gegenstand abgeben? Kann ich jetzt noch was mehr mitnehmen? Hä? Da ist doch noch Platz. Scheinbar brauche ich noch mehr Platz. Fick dich. Ich muss die Fackeln verkaufen. Ich gebe mal die Dietriche ab. Die sollten ja nichts wiegen. Und kann ich die Spitzhacke abgeben? Nein. Kann ich die Seile abgeben? Kann ich überhaupt irgendwas abgeben? Kann ich die Levitation abgeben? Jawohl. Bitte dich, kein Platz mehr. Der Zwerg hebt doch seine eigenen. Jetzt sieht. Nee, das ist so alles nicht witzig. Okay. Machen kann ich mit dem fast nichts, dass wir verschoben haben. Jetzt habe ich geschlafen im Dungeon. Genau, was ich machen wollte. So, ich glaube, dann sind wir hier durch. Jupp, und da sind wir jetzt bei diesem anderen Tunnel, der da auf diese Insel führt. Moment, warum ist da noch? Achso, richtig, da wollte ich ja auch auf dem Rückweg hin. Ich erinnere mich. Ist schon eine Weile her, dass ich jetzt nicht mehr gespielt habe, deswegen habe ich mich nicht gleich erinnert. Ist ja nicht so, als hätte ich das in dieser Aufnahme. Ich stehe irgendwie an der Wand. Kennt ihr das, wenn ihr an der Wand steht und erschossen werdet? Passiert mir ständig. Oh, hat sich voll gelohnt. Kann übrigens auch so spielen. Da haben die Entwickler schon mitgedacht, ne? Dass man auf 200 verschiedene Art und Weisen spielen kann. Und dann sehe ich gerade, ist da noch ein Loch in der Mitte. Hat das was zu bedeuten? Oder ist das einfach nur so, wir verarschen dich ein bisschen, damit du denkst, dass hier noch was wäre, aber da ist gar nichts. Nichts Genaues weiß man nicht, ne? Das ist hier? Ist das hier? Nein, das ist eins weiter links. Du bist doch bestimmt nur fake. Du bist doch ein Fake-Fass. Moment, was? Nee, hier scheint nichts mehr zu sein. Eben nicht. Wenn ich mich irre, kann mich ja mal irgendjemand darauf hinweisen, was wahrscheinlich nicht passieren wird, weil ich irgendwie kein Schwein dieses Let's Play guckt oder Kommentare dazu schreibt. Okay, außer Delfin oder der guckt ja auch jeden Scheiß. Ich meine, bitte. Ich glaube, der hat sogar Dungeon Lords geguckt. Ich meine, das sagt ja alles. So, dann wollen wir doch mal schauen, ob ich die Kiste jetzt vielleicht aufbekomme. Es hat sich zwar nichts geändert, aber hey. Kriegt man das Ding überhaupt ohne Dietrich auf? Ja, mit Dieb hat es schon, aber für einen Dieb, ich bitte dich. Ich müsste jetzt noch einen Krieger oder sowas rauswerfen, habe ich bald gar keine Waffenpower mehr. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Runter und dann geradeaus, immer geradeaus, immer geradeaus weiter. Und raus. Raus aus meinem Tunnel. Ich frage mich immer noch, wer den angelegt hat. Ich meine, so ein Tunnel unter Wasser hebt man ja nicht einfach mal so aus. Doch, du brauchst nur eine Schaufel und dann geht's los, ne? Und dann haben wir den Dynamit benutzt, dann ging's viel schneller. Und dann haben wir große Bohrmaschinen genommen. Das gibt's zwar noch nicht, aber hey.
Dynamit gibt es zwar auch nicht, aber wir haben einfach Gegenstände benutzt, die explodieren dann, ja, wissen wir ja. Wie in der Realität. Moment, jetzt bin ich, glaube ich, falsch. Ich kenne mich hier halt aus. Ich weiß genau, wann ich falsch bin. Seht ihr? Ich habe es genau gewusst. Ich bin falsch. Das bringt mir jetzt zwar nichts, wenn ich wissen will, wo es richtig geht, aber hey. So, komm. Noch ein Stück. Halt. Da ist die Tür. Jetzt noch da hoch und wir sind wieder draußen und die Kiste da drin öffnen wir später. Nach dem nächsten Levelaufstieg unseres Kriegers, Zwerges, Zwergkriegers, Kriegerzwerg. Dem kleinen Typen, der was kompensieren muss, indem er sich eine gigantische Axt um... Der hat gar keinen... Hat er eine Axt? Moment. Na komm. Lade ist schneller. Er hat eine...